klauen uns hier ein bisschen Weizen, klauen uns hier ein bisschen Samen und Kartoffeln. Oder Möhren? Möhren. Klauen uns ein paar Möhren. Und dann ist es Schlachtzeit. Oh yeah. Jetzt gucken wir erstmal, wie spät es überhaupt ist. Es ist gleich Schlafenszeit, Freunde. Das heißt, ich werde hier jetzt mal noch fix die Knochen reintun. Was werde ich denn sonst noch? Leder werden wir auf jeden Fall dann ein wenig bekommen. Was ist denn das? Netherwarzen. Oh, Netherwarzen. Da könnten wir mal eine Farm bauen, hä? Eine Netherwarzen-Farm. Was ist das hier? Stroh. Jo. Gute Nacht? Nicht? Gute Nacht? Ach, komm schon. Hier haben wir nichts drin. Wie es funkelt, glitzert, sich bewegt. Gute Nacht. Nicht? Ja, warte, Wurfmann, ich hab da was für dich. Wir sammeln ja immer fleißig für dich. So, und lass es dir schmecken, mein Freund. Gute Nacht. So, und guten Morgen. Und wir hatten roten Vollmond. Und wenn roter Vollmond ist, dann wissen wir, was das bedeutet. Wir werden unsere Tiere dezimieren. Nachdem wir sie vermehrt haben, natürlich. So, hier sieht es auch noch so ein klein wenig karg aus, wie ich finde. Da muss noch irgendwas her. Irgendwie eine kleine Fischerhütte, Bude, irgendwas. Ja. So, wir fangen am besten. Na super. Die gucken mich schon so böse an. Hinfort mit euch. Nein, es ist entkommen. So. So, pass mal auf. Wieso liegen hier eigentlich keine Eier rum? Wieso haben die mir echt keine Eier gelegt? Wofür habe ich euch denn? Kein einziges Ei. Was ist da los? Wieso gibt es keine Eier? Muss ich das jetzt verstehen? Egal, wir verfüttern jetzt hier erstmal genügend Seeds an unsere noch herumlaufenden Nuggets. Da habe ich ein Ei gesehen gehabt. Oder waren es doch nur Füße? So. Gut so, dann hat die Schlachtsaison mal wieder begonnen. Wiesenhof, Wiesenhof, Wiesenhof. Hä? Achso. Wiesenhof. Nur das Große, nicht das Kleine. Das gibt jetzt mal wieder ein paar leckere Nuggets, würde ich sagen. Oder vielleicht, weil wir so lange nicht da waren, dass keine Eier da liegen. Kann natürlich auch sein, ne? Weil wir in der Hölle waren. So. Jetzt gehen wir hier nochmal schnell ein bisschen durch. Oh, wir haben schon 30 Level. Ich habe einen Zombie gehört. So, wir haben aber immer noch keine Eier. Lass dir ein paar wachsen. Nein. Auf dieses Niveau wollen wir uns erst gar nicht hinabbegeben. Wir haben noch überall Hühnchen rumliegen. Hühnchen. Gab's bei mir heute auch. Lecker Hühnchenfüße. Füße. So. Hier, jeder, der rausgeht, ist ein totes Huhn. Das ist euch klar, ja? Tja. Der Preis im Leben, mein Freund. Hättest du mir mal zugehört. Entschuldigung. Sekunde. Momentchen, ich wurde gerade irgendwie attackiert. Von einem Tier. Das ist mir so Vollgas ins Gesicht geflogen. Glaubst du das denn? Keine Ahnung. Verschluckt habe ich es nicht. Was war denn das?
Komische Sachen gehen hier vor. Ich hab's gerade gesehen. Alter, da ist mal ein Tag warm und da hast du eine Fliege hier. Eieieiei. So. Hier, um dich wollte ich mich kümmern, kleiner Spion. Oh, habe ich mich schon gerade mal richtig krass erschreckt gehabt, du. Denkst du nichts Böses, wirst du attackiert. Schere haben wir auf 2. Gut. Sag die Damen. Meine Gesichtslosen. So, wir scheren einfach mal wieder alles. Ich hoffe mal, dass das Inventar dafür genügt. So, hallo, hier geblieben. Ja, bis jetzt sieht es ja ganz gut aus. Neongrün, ich mag ja irgendwie dieses Neongrün, ne? Hat was. So, weil dann können wir jetzt hier einmal komplett alles durchscheren. Dann quasi uns... Unter euch ist ein Spion. Du bist es. Dann können wir jetzt hier einmal komplett alles durchscheren. Dann kümmern wir uns um die Kühe. Und dann können wir ja glatt nochmal eine Runde scheren. Sollte dann eigentlich auch mal wieder für eine Zeit genügen, denn wir brauchen ja auch irgendwann ein paar Teppiche. Oder, ja, irgendwas aus Wolle halt. Von daher ist es vielleicht gar nicht verkehrt, dass wir hier und da mal scheren. Geht mir aus dem Weg. Geh doch weg. So. Meine Freunde, die BSEQ-Fraktion. Schaut mal, was der Onkel für euch hat. Geil, wa? Hier, für euch! Das Lamm öffnete das vierte Segel. Und die Gestalt sprach, komm. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd. Und der darauf saß, war der Tod. Und ihm folgten die Scharen der Unterwelt. Und irgendwie so war das doch. Keine Ahnung, ist schon ein bisschen her, dass ich mal die Bibel gelesen habe. Und ja, ich habe den Schinken mal gelesen. Und ja, er widerspricht sich in sich selbst eigentlich irgendwie. Ist wie eine Frau irgendwie. Ach, das ist krass. Ich meine, ich möchte doch keinem zu nahe treten. Irgendwie in... Alter, was hier los ist. In seinem Glauben oder sonst was, aber naja. Ich sag mal so. Man muss nicht alles glauben. Und ja, Religion ist sowieso so ein schwieriges Thema. Da er da sich mancher übelst auf den Schlips getreten fühlt und da er quasi... Oh, sorry, jetzt habe ich das Kleine verhauen. Da ja das quasi nicht zu 100% beweisbar ist oder widerlegbar ist. Ja. Ich sag mal so, von manchen Sachen glaubst du es erst, wenn es bewiesen ist. Und andere Sachen glaubst du so lange, bis es widerlegt ist. Also, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ja. Apropos zweischneidiges Schwert. Da habe ich neulich was auf Amazon gelesen. Ich wäre ja fast umgefallen. Da hat einer zu so einem Messer eine Rezension geschrieben. Und das Lustige, über 300 Leute von 400, ich glaube, 70 Käufern, fanden diese Rezension, wie er sie geschrieben hat, hilfreich. Und in der Rezension stand dazu drin, ich habe mir das Messer auch gekauft. Das ist so scharf, dass es sogar mit dem Stiel schneidet, mit dem Griff schneiden kann. Und es leuchtet blau, wenn Orks in der Nähe sind. Und ich habe ja so gefeiert, das war ja sowas von urlustig. Ohne Witz. Der hat Humor gehabt. Vor allem, dass die Leute das hilfreich fanden. Fand ich ja noch viel geiler. Und unten drunter hat dann noch irgendeiner geschrieben, irgendwas mit Pokémon, aber das war dann schon gar nicht mehr so lustig. Den Burner hat quasi der Typ mit seinem, wie hieß das? Stich. Genau. Hat quasi seine Stichrezession. Hat die Brille auf seiner Seite gehabt. So. Jetzt gehen wir hier nochmal ganz fix durch mit Schere, Schere. Das haben wir auch schon ewig nicht mehr gemacht, dass wir was geschert haben. Ich glaube, zuletzt haben wir hier große Schere-Aktion gemacht, als wir die schwarze Wolle für unsere Dings gebraucht haben, oder? Für unseren Nethergate MC1-Raum.
Also unten, wo das Portal steht. Wobei ich das Portal jetzt ja mittlerweile schon größer bauen könnte, wenn ich denn wollte. Ach, guck mal, jetzt haben sich die Damen halt dazu bequemt, dass sie mal ein paar Eier legen oder was. Huch. Ja, da geht noch was im Inventar. Her mit der Wolle. Vor allem weiße Wolle, die kann man nämlich färben. Ich bin mal gespannt, ob das vielleicht irgendwann mal hier so gefixt wird, dass egal welche Wolle du hast, dass du die färben kannst. Das wäre ein schöner, großer Schritt nach vorne. Wäre ich voll dafür. So, da ist noch ein lilanes und ein weißes. So, noch jemand da hinten? Nee. Wo ist es hin? Da. Junge, mit diesen weißen Köpfen, die die jetzt überall haben. Da meinst du, überall stehen weiße Schafe. So, aber jetzt sind alle nackig. Das heißt, schon fast aus wie ein Schwein von der Körpermaßnahmen her. Ach, guck mal. Wie niedlich. So, haben wir wieder ein bisschen was eingesammelt. Das Schwarze und das Weiße. Black and White. Und das da. Und das da. Haben die eigentlich braune Schafe? Nee, ne? Stimmt ja, ich war ja da übelster Farbenrassist, weil ich keine braunen Schafe bei mir habe. Wie kannst du nur? Ja, ich weiß auch nicht. Das hat sich halt irgendwie so ergeben. So, hin fort. Tschüss. Haben wir denn eigentlich eine Eierkiste? Weiß ich gar nicht. Ich weiß aber, dass wir einen Geburtskanal haben. Aber den lasse ich erstmal in Frieden. Eigentlich müsste man das ein bisschen automatisieren, dass die Eier irgendwie getrieben werden, weißt du? In so eine Kiste oder über einen Trichter in eine Kiste. Könnte man machen. So, wie schaut es eigentlich aus? Wir haben 39 Fleisch, 15 Leder, 12 Eier, ein paar Federn. Was sind das alles für Geräusche hier, verdammt? Achso, hier, guck mal. Wie süß, wir haben Textur für die blaue Blume. Hey. Und ein Findentisch. Aber die sahen, glaube ich, vorher schon so aus, ne? Erinnert mich so ein bisschen. War das Misa? Ich glaube, im Misa-Pack sahen die auch so aus, ne? Hm. Gott, das ist auch schon ewig her, dass ich mit dem Misa-Pack mal gearbeitet habe. Und wir waren jetzt einen kompletten Tag außen. Gute Nacht. So, und ich trinke mal eben was. Ja, Wolfman, guten Morgen. Bin doch schon wach. Entschuldigung, was ist das denn? Twitch-Streaming nicht verfügbar. Ist okay. Was bin ich jetzt für eine Taste gekommen? Twitch-Streaming. Sachen gibt's. So, jetzt pass mal Obacht. Da Weizen. Scheiße. Die Rangos. Na egal, machen wir das nächstes Mal. Die laufen uns nicht davon. Wir sind ja in Kriegsgefangenschaft. Ich weiß nicht, irgendwie waren meine Witze, glaube ich, mal komischer, oder? So, Kartoffeln, Fleisch. Wolle, Leder, Federn, Eier. Ja. 2, 4, 6, das passt. Dann gehen wir jetzt eine Runde brennen. Nein, doch, nein, noch nicht. Erst gehen wir verzaubern. Wo? Ist die Frage. Wo bauen wir das? Wie viel brauche ich überhaupt davon? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme einfach mal alle mit. Denken, denken, denken. Außen würde ich sehr ungern hinbauen. Wie ist denn das hier oben eigentlich? Weißt du, ein Riesenkomplex, aber kein Raum, wo man mal schnell ein paar Bücher reinstellen kann. Darfst du keinen erzählen. Machen wir das hier unten? Da drin? Komm, wir bauen es einfach. Na, aber hier wollen wir ja einen Garten. Komm, wir machen das mal eben fix hier. Nur mal kurz. Also, bis wir durch sind. Mit dem Rest. Irgendwann. Jetzt pass auf, jetzt machen wir da so, 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 so. So, so, so. So. So, 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 so. Das müsste eigentlich genügen für 30er Verzauberung, oder? Nein. Wie schaut's jetzt aus? Nein. Da brauchen wir halt noch mehr. Nein. Kriege ich ja wieder nur Bücher, verdammt. Naja, okay. Soll ich noch Bücher bekommen? Ist doch alles schick. So, aber das müsste doch jetzt, oder? Mehr hatten wir doch vorher auch nicht. 28... Ach, ich weiß wo. Ich Idiot!
Hier.